Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Namen des gesamten Teams von Survivors Home zu einer neuen Reihe im Fokus. Und im Awareness-Monat für Blutkrebs werfen wir heute zusammen mit Experten einen Blick auf neue, vielversprechende Therapiemöglichkeiten beim multiplen Myelom, an dem allein in Deutschland jedes Jahr mehr als 6.000 Menschen erkranken. Und bei uns hier bei Survivors Home ist Klaus Eisenbeitz. Er ist selbst an multiplem Myelom erkrankt und Gründer einer der wichtigsten Selbsthilfegruppen und des Vereins und Informationsportals Myelom Online. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und Professor Dr. Jan Krönke ist hier, leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor der medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie an der Charité hier in Berlin. Auch Ihnen vielen Dank, dass Sie da sind. Auch Ihnen, die Sie hier zu uns zu Survivors Home gekommen sind, vielen Dank, dass Sie da sind, und Ihnen zu Hause danke fürs Einschalten. Multiples Myelom, habe ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gemerkt, ist eine Erkrankung, die gar nicht alle Menschen direkt kennen und zuordnen können, was es überhaupt ist. Deswegen, Herr Professor Krönke, vielleicht geben Sie uns einmal zu Beginn eine Einordnung. Was ist das multiple Myelom? Was gibt es dazu zu sagen? Vielleicht für Menschen, die ganz neu eine Diagnose bekommen haben oder sich generell noch gar nicht damit beschäftigt haben und jetzt anfangen, sich damit zu beschäftigen. Also das multiple Myelom ist eine Krebserkrankung, ne? Krebserkrankungen allgemein gefasst, jetzt nicht nur das multiple Myelom, sondern alle Krebserkrankungen entstehen im Prinzip durch genetische Schäden, durch DNA-Schäden, ne? In dem Erbgut der Zellen, also es ist nicht angeboren, sondern das wird erworben, das sind neue genetische Veränderungen, die in den Zellen entstehen, und die meisten dieser genetischen Veränderungen machen eigentlich nichts auf die Zelle. Manchmal stirbt die Zelle, meistens macht sie gar nichts. Aber wenn diese genetischen Veränderungen bestimmte Wachstumsfaktoren treffen, ne, oder andere Faktoren, die verhindern, dass eine Zelle sich unendlich weit teilt, dann entsteht Krebs. Und beim multiplen Myelom speziell ist die Zelle, von denen das ausgeht, sogenannte Plasmazellen. Plasmazellen sind Teil des Immunsystems, die sind ein sehr wichtiger Teil des Immunsystems, die bilden nämlich die Antikörper. Und diese Antikörper sind ganz wesentliche Faktoren, die uns vor Infektionen schützen, ne? Vor Bakterieninfektionen, vor Pilzinfektionen, Virusinfektionen, Corona, ja, so funktioniert ja auch die Impfung. Ich kriege einen Teil dieses Virus oder auch manchmal ein lebendes Virus und ich bilde dann mein Immunsystem, das braucht ein bisschen Zeit dafür, und bildet dann Antikörper dagegen. Und diese Antikörper sind ganz wichtig, um uns vor Infektionen zu schützen. Und beim multiplen Myelom ist es jetzt so, dass diese Zelle, die diese Antikörper produzieren, dass eine einzige davon eben entartet. Und normalerweise sind alle Zellen in unserem Körper, insbesondere das Immunsystem, ganz, ganz eng reguliert, ne? Dann heißt, wenn eine Infektion kommt, jetzt müssen die wachsen und mehr Antikörper bilden. Wenn die Infektion vorbei ist, dann wird es wieder weniger. Aber bei multiplen Myelomen ist es so, dass durch diese genetischen Veränderungen die Zellen verloren haben, diese Signale von außen zu beachten. Das heißt, diese Signale, jetzt hör auf wieder zu wachsen, gilt für die Myelomzelle nicht mehr und verbreitet sich im Knochenmark. Das Knochenmark ist da, wo unsere Blutentstehung ist. Normalerweise ist da so jede hundertste Zelle so eine Plasmazelle. Beim multiplen Myelom wären das dann mehr, ne? Von 1% über 10%. Doch Patienten, wo das Myelom dann da ist, wo dann fast alles, das ganze Knochenmark voll mit diesen Plasmazellen ist. Und diese Plasmazellen stören uns. Am Anfang, wenn das noch wenig sind, stören die uns eigentlich gar nicht so sehr. Es gibt ja diese Vorstufe, MGUS genannt, können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Aber wenn das nur wenig sind, stören die uns nicht so richtig, ne? Und man kann auch mit so Myelomzellen, die man im Körper hat, auch viele Jahre leben, ohne dass man wirkliche Symptome hat. Wenn das aber zu viele werden, dann verdrängen die zum einen die anderen Blutzellen. Das heißt, ich kriege eine Blutarmut, ja, und auch eine Immunschwäche. Patienten sind dadurch schwach, haben weniger Leistungsfähigkeit, vielleicht auch Kurzatmigkeit. Gleichzeitig, das ist ja im Knochenmark, haben diese Zellen die Eigenschaften, dass sie dazu führen, dass der Knochen abgebaut wird, ne? Da entstehen so richtige Löcher in den Knochen, und wenn die ganz groß sind, können die auch brechen. Und das andere ist eben diese Antikörper, ne? Die haben wir ja in unserem Körper, aber so eine entartete Myelomzelle produziert davon extrem viele von diesen Antikörpern, die auch wieder Probleme machen können und sich insbesondere in der Niere absetzen können und also dazu führen können, dass die Niere eben schlechter wird und auch irgendwann komplett versagt. Also das sind dann spricht man sozusagen von einem symptomatischen multiplen Myelom, was man dann auch auf jeden Fall behandeln muss. Sie haben gerade schon Symptome genannt, Sie haben gesagt Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Herr Eisenbeitz, wenn ich mich recht erinnere, Sie hatten gar keine Symptome. Wie kam es bei Ihnen zur Diagnose?
Ich hatte mal, weil ich eine berufliche Karriere vor mir hatte, eigentlich mal gesagt, okay, mach mal so einen Manager-Check. Das ist ja ein bisschen mehr als das, was ein Hausarzt an Laboruntersuchungen und so weiter macht. Und der Laborbefund selber ging über 3 DIN A4 Seiten. Und da sind dem Arzt so ein paar Laborwerte nicht ganz geheuer gewesen. So hat man festgestellt, MGUS, diese monoklonale Gammopathie, unklare Insignifikanz, Zungenbrecher. Ne? Aber genau diese Vorstufe. Ich selbst habe mir dabei noch gar nichts gedacht. Ich habe gesagt, was soll der ganze Quatsch, muss beobachtet werden. So 2 Jahre später das Ganze nochmal kontrolliert. Und da meinte er denn, das war dann im Dezember 2013, ich sollte doch mal zum Hämatologen und Onkologen, um das mal genauer überprüfen zu lassen. So, und da wurde ihr stutzig bei dem Begriff Onkologe. Da fangen natürlich die Alarmglocken an zu schrillen und habe mich dann etwas intensiver beschäftigt und habe dann 4 oder 5 Tage vor Heiligabend dann per Telefon die Diagnose abgefragt, weil ich wusste, jetzt müssten die Knochenmarkfunktionsergebnisse und so weiter alles da sein. Und das war natürlich sehr heftig. Aber Symptome, um darauf zurückzukommen, nichts, weder erhöhte Infektionen noch sonst irgendetwas, auch keine Knochenbrüche, obwohl man festgestellt hat im CT, ja, von oben bis unten Osteolysen ohne Ende, aber alles ohne Bruchgefährdung und toi, 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 so ist der Zustand auch Gott sei Dank heute noch, nach fast 10 Jahren, was mir natürlich unheimlich viel Lebensqualität auch gibt. Aber wie gesagt, ansonsten Symptome von mir persönlich festgestellt, nichts. Als Sie die Diagnose bekommen haben, wussten Sie, was Multiples Myelom ist, was das für Sie bedeutet? Nee. Ich habe dann auch erst im Internet Dr. Google gefragt. Aber bis dato wusste ich überhaupt nicht, also was da gegebenenfalls auf mich zukommt. Außer, dass man dann auch bei Dr. Google so schnell, das, wie gesagt vor 10 Jahren, die Aussage bekommt, ja, du hast noch eine durchschnittliche Lebenserwartung von 2 Jahren. Was einen natürlich auch vom Hocker reißt. Heute sieht es anders aus. Toi, toi, toi. Wenn man heute Multiples Myelom googelt, ist man sehr schnell auf Ihrer Website, auf Ihrem Informationsportal, das hat mir Professor Grönke bestätigt, sehr aktuell auch gehalten ist mit Informationen. Aber ich will einmal noch mal zurück, vor 10 Jahren, wie alt waren Sie vor 10 Jahren? Jetzt muss ich sagen, 59. 59. Ist das ein klassisches Alter, in dem Menschen erkranken oder die Diagnose bekommen? Das erklärt sich auch so ein bisschen allgemein aus der Biologie der Krebserkrankungen, wie die entstehen. Es reicht ja nicht ein genetischer Schaden, sondern viele, die da kommen müssen. Und viele von uns, wir alle, haben irgendwelche Krebsvorstufen im Körper. Ob die jemals irgendwann zu einem wirklichen symptomatischen Krebs führen, ist wieder eine ganz andere Frage. Und das erklärt auch, warum die meisten oder fast alle Krebserkrankungen einschließlich des multiplen Myeloms halt vor allem im Alter auftreten, weil einfach statistisch die Zahl dieser genetischen Veränderungen steigt. Und das beim multiplen Myelom ist das durchschnittliche Diagnosealter. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so tatsächlich ist, weil natürlich bei vielen älteren Menschen vielleicht nicht mehr ganz so viel diagnostiziert wird. Das muss man ja auch feststellen und Untersuchungen machen für. Aber das mittlere Diagnosealter hier ist 75, also Mitte 70 Jahre. Und das Myelom steigt einfach ab 40, also unter 40 in multiplen Myeloms ist extrem selten. Gibt es, aber ist extrem selten. Bei Kindern gibt es das eigentlich nie. Also es ist schon eine Erkrankung des späteren Lebens. Also um die Mitte 70 ist so die, ist so der Peak, also da, wo die meisten Diagnosen gestellt werden. Und es kann Männer und Frauen gleichermaßen betreffen? Ja, es kann, Männer sind ein bisschen mehr betroffen, aber ansonsten kann es sowohl Männer als auch Frauen betreffen. Ja. Herr Eisenmeister, als Sie die Diagnose bekommen haben, was waren denn dann die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte waren eigentlich erstmal im Prinzip die Familie zu informieren. Ich sagte, es war kurz vor Heiligabend und es wäre natürlich sehr, sehr misslich gewesen, eben an Heiligabend da jetzt die Katze aus dem Sack zu lassen, sondern wir haben dann, also meine Frau und ich, also unsere Kinder und meine Schwiegereltern und so weiter, zum Kaffee eingeladen, so ganz unbefangen und dann im Prinzip die Sache eröffnet. Aber, und es war dann insofern also auch schön, dass an Heiligabend selber also völlig normal ablief. Das nächste war so, dass ich damals also auch gleich eine Hämatologin also als Ärztin hatte, die mich betreut hat, die schon sagte, ich habe mit der Klinik alles schon abgesprochen, autologische Stammzellentransplantation, Hochdosistherapie, ist alles schon terminiert, wir fangen dann und dann mit der Induktionstherapie an und ich sage, halt, stopp. Ich sage, passt überhaupt nicht, ich habe Urlaub geplant in der Zeit. Den mache ich noch, die eine Woche Urlaub und danach können wir dann weiterreden. Aber das fand ich insofern toll, dass ich quasi schon alles mehr oder weniger vorgeplant hatte. Und ich eigentlich auch ihre Behandlung auch von vornherein vertraut habe. Ich sagte ja vorhin, ich war auch noch sehr unbedarft, wusste eigentlich noch gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und mit der Hochdosis dann beschäftigt, ja, okay, sagen alle, ist nicht ganz einfach, ist eine heftige Geschichte. Wobei ich mittlerweile sage, ich habe 2 Stück davon hinter mich gebracht. Ich sage, Angst braucht man nicht davor haben, Respekt. Aber keine Angst davor, Respekt. Und man übersteht es und man steckt es eigentlich in der Regel gut weg.
Dann lassen Sie uns an der Stelle direkt schon darüber sprechen. Autologe Stammzellentherapie, die Nebenwirkungen waren heftig. Wollen Sie einmal was dazu den Nebenwirkungen sagen, bevor Sie uns vielleicht erklären, was es eigentlich genau ist? Also ich bin da vielleicht so ein Ausnahmefall. Nebenwirkungen sind bei mir äußerst selten. Ich habe auch die beide autologe Stammzellentransplantation also wirklich sehr gut weggesteckt. Ich hatte so die obligatorische, was durch diese hochdosische Mephalan-Chemotherapie bekommt ein bisschen die Schleimhäute. Das Essen hat nicht mehr geschmeckt in der Klinik, wenn das Brötchen morgens im Mund immer größer wird. So ungefähr, weil der Schleim nicht richtig produziert wird. Der Speichel und hatte dann auch mal zwei Nächte heftigen Durchfall oder beim zweiten Mal keinen Durchfall, dafür aber heftiges Erbrechen. Alles andere lief eigentlich relativ unproblematisch danach dann jedes Mal nach jeder anschließend 3-4 Wochen später eine Anschlussheilbehandlung gemacht. Und danach, ich kann nicht sagen, dass ich die gleiche Fitness wieder wie vorher hatte, aber doch wieder sehr nah an diesen Level rangekommen bin und eigentlich gut überstanden alles. Ich kenne Patienten, die leiden ganz gewaltig dabei haben auch danach lange Monate, bis sie wirklich wieder einen gewissen Fitnesslevel erreichen. Es ist halt eben von Patient zu Patient unterschiedlich. Wie also Myelompatienten sagen auch immer, auch was die Therapien betrifft, jeder von uns hat sein eigenes Myelom. Weil bei jedem wirkt es anders die Therapie, jeder hat andere Nebenwirkungen. Das kann man alles nicht verallgemeinern. Genau, wir sind alle einzigartige Menschen, die dann auch anders reagieren. Und trotzdem gibt es in der Medizin Goldstandards, wie behandelt wird. Autologe Stammzellentransplantationstherapie ist der Klassiker beim multiplen Myelom. Können Sie da einmal was zu sagen für Menschen, die das wie ich in der Vorbereitung auf dieses Format vorher noch nie gehört haben? Ja, vielleicht gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück, ne? Weil bei Ihnen wurden diese Osteolysen festgestellt, also die Löcher in den Knochen, ne? Und es ist halt allgemein so beim multiplen Myelom, nur weil man die Krankheit hat, heißt das noch nicht, dass man die Therapie unbedingt behandeln muss. Ne? Es gibt verschiedene Indikationen und Gründe, das zu behandeln, aber eins sind eben, wenn man diese Löcher in den Knochen hat, wenn die Niere schon Schaden abbekommen hat, weil man weiß, wenn ich jetzt nicht behandle, dann schreitet das fort, irgendwann brechen die Knochen, irgendwann versagt die Niere. Also das ist ganz klar bei Ihnen. Ne? Deswegen Ihre Ärztin auch gesagt, jetzt sofort ins Krankenhaus, ich habe schon alles klar gemacht. Ne? Also es ist genau richtig. Ne? Und das multiple Myelom, allgemein muss man sagen, hat sich die Therapie extrem verändert in den letzten 40, 50 Jahren. Ne? Vor 40, 50 Jahren war ja Chemotherapie, damit hat man Krebs behandelt. Ne? Mit allen Wirkungen und auch Nebenwirkungen, die man so, ne, die eine Chemotherapie machen kann. Das sind ja Zellgifte. Und bei dieser Stammzelltransplantation, das Therapieelement sind da gar nicht so sehr die Stammzellen, sondern es ist die Chemotherapie. Ne? Das ist ein Medikament, was Nebenwirkungen macht. Ne? Und die Hauptnebenwirkung von der Chemotherapie hat viele Nebenwirkungen, Haarausfall, Schleimhäute können betroffen werden. Grundsätzlich können alle sich schnell teilenden Zellen werden massivst von der Chemotherapie neben den Krebszellen auch betroffen. Und deswegen kann man die Chemotherapie auch nicht maßlos steigern bis höher. Ne? Mehr Chemotherapie, mehr Wirkung auf das Myelom. Und bei der Stammzelltransplantation ist jetzt so, dass man eines der empfindlichsten Organe, also die normale, gesunde Blutbildung, aus dem Körper rausnimmt. Also man kann diese Stammzellen stimulieren mit einem Medikament und dann aus dem Blut absammeln. Und dann werden die bei minus 200 Grad fast eingefroren. Und da überleben die viele, viele Jahre. Ähnlich wie bei einer Stammzellenspende? Ja, das ist die allogene Stammzelltransplantation, okay. Also von jemandem Fremden. Das ist ähnlich, aber ein anderes Therapiekonzept noch. Bei der autologen Stammzellen sind es meine eigenen Stammzellen. Und ich nehme die im Prinzip raus aus meinem Körper, gibt dem Körper und auch meinem Myelom eine sehr hochdosierte Chemotherapie, die ich ohne diese Stammzellen, also wenn ich das nicht machen würde, nicht überleben würde. Aber die Stammzellen, ich nehme die raus, gebe die Chemotherapie, warte dann 2 Tage, bis die Chemotherapie wieder raus ist. Die Stammzellen, meine gesunden Stammzellen sind verschont. Ich gebe die über meine Vene, also ich kann die hier in den Arm oder ne, da beim Herz eine Vene geben. Und diese Stammzellen suchen sich wieder den Weg ins Knochenmark, was jetzt leer ist durch die Chemotherapie, und siedeln sich da wieder an und bauen das komplette Blutsystem wieder auf. Ja. Also es ist wirklich eigentlich fast unglaublich, ne, wie fähig diese Zellen sind, dass man die einfach so absammeln kann und dann wieder zurücktransplantiert und die das ganze Blutsystem wieder aufbauen können, ne, aus so einem Beutel. Und das ist das Prinzip dieser Hochdosistherapie plus autologer Stammzelltransplantation. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird das heute auch noch als Goldstandard gemacht, als erste Therapie, wenn es Therapiebedarf gibt? Ja, man muss unterscheiden, also ne, Sie
lief ja sehr gut bei Ihnen und Sie sprechen da ja auch sehr positiv drüber. Aber das ist schon eine sehr intensive Therapie. Mhm. Wenn jetzt Patienten sehr alt sind oder schwere Vorerkrankungen haben, dann kann man diese Art der Therapie nicht durchführen, weil sie einfach zu gefährlich ist. Ne? Also man sagt so bis zu einem bis 70 Jahre, wobei heutzutage spricht man auch mehr von dem biologischen Alter. Ne? Also macht das jetzt nicht mehr wirklich an den einzelnen Jahren fest, sondern guckt, wie fit ist der Patient. Denken wir, dass er so eine Therapie gut überstehen kann oder haben wir Angst vor zu viel Nebenwirkungen? Aber ungefähr bis 70 Jahre führen wir diese Hochdosistherapie weiterhin durch. Das ist jetzt seit über 30 Jahren letztendlich der Therapiestandard. Genau. Sie haben die einmal oder sogar zweimal? Zweimal. 2014 das erste Mal und 2018 beim ersten Rezidiv das zweite Mal dann. Und dann haben Sie verschiedene Immuntherapien durchgemacht. Können Sie dazu was sagen, wie es bei Ihnen dann in der Behandlung weiterging? Es war jedes Mal beim ersten Mal fast 4 Jahre Ruhe gehabt. Beim zweiten Mal war, glaube ich, ungefähr nach 2 Jahren, wo das Myelom dann also wieder kam. Dazwischen eigentlich immer therapiefrei. Und dann kam in das zweite Rezidiv, so muss man es ja nennen. Und da habe ich dann erstmal mit Proteasominhibitor und eine rein orale Therapie gemacht. Das war damals während der Corona-Zeit. Mhm. Da habe ich gesagt, macht vielleicht keinen Sinn. Die Studienlage sagt, das ist an sich ganz wirkungsvoll, damit man nicht so oft in die Praxis muss oder sonst irgendetwas. Das hörte auch irgendwann auf zu wirken und dann kam dann die erste Therapie mit einem CD38 monoklonalen Antikörper. Die hat dann auch 1,5 Jahre ungefähr gehalten und dann war jetzt im Herbst letzten Jahres, hat dann meine Onkologin mich dann angerufen und sagte, was halten Sie eigentlich von der KT-Zelltherapie? Ich sage, habe mich zwar schon mal beschäftigt, aber meine Frau sagte damals, das ist das Letzte an Möglichkeiten, was es gibt. Ne? Stehst du mit dem Rücken zur Wand? Ich sage, nee, es gibt noch Möglichkeiten auch danach. Und dann habe ich mich dafür entschieden und finde es also gut. Ne? Da haben Sie uns jetzt ganz viel auch die Immuntherapie dazwischen und dann KT. Vielleicht klären wir einmal ganz grob, wo die Unterschiede liegen. Also was die Stammzellentransplantation ist, haben wir, glaube ich, verstanden. Immuntherapie, wie läuft das ab? Hat das auch ähnliche Nebenwirkungen oder nicht so stark? Das, können Sie uns das einmal in kurzen Worten einordnen? Gerade wenn man noch nie, also Sie sind ja tatsächlich das Paradebeispiel des gut informierten Patienten. Man hat das eigentlich angefangen, gleich von Anfang an? Oder haben Sie irgendwann gedacht, na jetzt will ich auch mal mitreden können? Also ich sag mal so, nach der ersten Stammzellentransplantation habe ich dann die Ruhe gefunden, auch mich intensiver mit der Krankheit zu beschäftigen. Okay. Und von da hat sich das nach und nach dann über die Jahre alles aufgebaut dann. Also als quasi so die ersten Sorgen vorbei waren, als die Kraft wieder zurückkam nach der ersten Therapie. Okay, einmal diese vielen verschiedenen Therapiemöglichkeiten. Sie müssen ja auch gar nicht alle aufzählen. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch sehr viel mehr gibt, als Sie bekommen haben. Ja. Aber so die wichtigsten vielleicht, dass wir die einmal nennen und auch vielleicht in der Reihenfolge, wie man sie, ich sag mal, probiert, um dann zu therapieren. Genau, noch einfacher wäre vielleicht sogar historisch anzufangen. Ne? Wir hatten in den 80er, 90er Jahren erstmal Chemotherapie, Cortison, ganz wichtige Therapieelemente. Dann kam die Hochdosistherapie. Und man muss sagen, ne, wie Sie gesagt haben, damals in den 80er, 90er Jahren, ich meine, die Lebenserwartung des Myeloms war mit den Therapien, trotz Hochdosistherapie und so weiter, war 2 Jahre, ne, im Mittel, also wirklich kurz. Mhm. Und jetzt seit 2000 hat es wirklich, ja, man muss wirklich sagen, eine Revolution gegeben oder eine kontinuierliche Evolution vielleicht besser, angefangen mit den von Ihnen erwähnten Proteasominhibitoren, dann die Contergan und seine Nachfolger, also Thalidomid, was bis heute... Das heißt, da sind wir bei Medikamenten, die man dann regelmäßig nimmt? Mhm. Ja, teilweise. Ja, also ja, das hat sich auch früher, war das nicht so. Sie haben nach der Hochdosis keine weitere Therapie erhalten. Mittlerweile nimmt man einen dieser Contergan-Nachfolger tatsächlich als Erhaltungstherapie täglich ein, ne, als Tablette. Ich glaube, vielleicht klammern wir das Historische doch mal aus und gucken mal, wie machen Sie es heute? Es kommt jemand, was wäre standardmäßig die erste Therapie und wenn die dann nicht direkt zum Erfolg führt oder es dann wieder ein Rezidiv gibt, was wäre dann die nächste, was wären die nächsten Schritte? Genau. Wie heißen die und was machen die? Genau, also 2 hatte ich ja schon gesagt, Proteasominhibitoren, Contergan, Thalidomid Nachfolger und man würde heute, wenn Herr Eisenbiet zu uns kommen würde mit der Diagnose Myelom, würde man erstmal eine sogenannte Induktionstherapie machen. Das sind Zyklen mit einer leichten Therapie, die aus 3 bis 4 Wirkstoffkombinationen besteht, also man kombiniert viele dieser Medikamente, gibt die gleichzeitig, weil man einfach weiß, dass es dann stärker wirksam ist, um das Myelom erstmal akut zurückzudrängen. Ne?
Und dann nach 3 bis 4 Zyklen würde man diese Stammzellen sammeln und diese Hochdosistherapie machen. 1 bis 2 Zyklen, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Und dann eine Erhaltungstherapie mit einer Tablette machen, ne, mit dem Lenalidomid oder Revlimid, das ist ein Contergan-Nachfolger. Ne. Und mit dieser Therapie würde man erstmal, das wäre sozusagen der Standard heutzutage, mit dem man Patienten behandeln würde. Bei wie vielen Menschen führt das schon zum Erfolg, dass es kein Rezidiv gibt? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also letztendlich sagt man ja immer noch, das multiple Myelom ist unheilbar. Ja, wobei der Begriff Heilung auch nicht so ganz klar definiert ist. Ne? Aber mit dieser Therapie, mit dieser intensiven Therapie plus der Erhaltungstherapie ist die durchschnittliche Zeit, bis das Myelom wiederkommt, 5 Jahre. Ja. Es gibt Menschen, da schlägt diese Therapie von Anfang an nicht an. Das sind wenige. Mhm. Es gibt auf der anderen Seite aber Patienten, also wir alle Ärzte, die lange das Myelom behandeln, haben solche Patienten in der Ambulanz, die vor 15 Jahren diese Therapie Hochdosis bekommen haben und das Myelom ist nicht wiedergekommen. Manchmal können wir es sogar aber wieder im Blut nachweisen, aber es macht keine Symptome. Das heißt, es ist still. Ja. Ob man das jetzt Heilung nennt, wenn man noch Myelomzellen nachweisen kann, es kann natürlich auch immer sein, dass es nochmal zu Symptomen führt und wir eine neue Therapie brauchen. Aber es gibt schon einen kleinen Teil der Patienten, wo das wirklich für lange, lange Zeit zurückgedrängt bleibt. Das sind immer Spannweiten. Aber im Mittel sind es so 5 Jahre mit dieser intensiven Therapie. Und wenn dann das Myelom zurückkommt, dann können wir eine sogenannte Zweitlinientherapie, ne, also eine andere Therapie. Dann kann man, wenn jetzt lange Therapie frei war, sich auch tatsächlich überlegen, naja, das hat ja damals sehr gut zum Erfolg geführt. Man kann auch zum Beispiel diese Hochdosistherapie nochmal machen. Und auch da haben wir Patienten, die danach auch nochmal lange drauf ansprechen. Aber wir haben mittlerweile, also in den letzten 10 Jahren, wirklich mindestens 6 neue Substanzklassen dazu gekommen. Und da sind es verschiedene Kombinationen, die man angepasst so ein bisschen, wie waren die Vortherapien, was für eine Art von Myelom ist und auch das Nebenwirkungsprofil ist ja immer ganz wichtig. Ne? Gibt Medikamente, die bei Patienten mit Herzerkrankungen nicht so gut sind oder bei Patienten mit Thrombosen, Blutzucker. Also das muss man dann wirklich individuell anpassen. Aber wir haben sehr gute Therapien für die zweite und auch für die dritte Linie. Ja. Man muss aber, wenn ich da gleich nochmal anschließen darf, auch immer sehen, viele Patienten sehen das nämlich nicht so, dass diese Hochdosistherapie und Stammzellentransplantation ebenso wie die KT-Zelltherapie die einzigen Therapien sind, die als Einmaltherapie stattfinden und danach in der Regel keine Medikamente mehr. Alles andere sind Dauertherapien. Ich habe gerade letztens wieder in einem Forum mit Patienten diskutiert, der die Induktionstherapie gemacht hat und gesagt hat, wieso, ich bin in kompletter Remission, warum soll ich jetzt noch die Hochdosis machen? Ist doch alles erreicht, das Ziel ist doch da, ich kann doch jetzt aufhören. Dem ist leider nicht so, das muss man sich bewusst sein. Also aus meines Wissens nach ist die Hochdosistherapie und die KT-Zelltherapie sind die einzigen Therapien, die für einen längeren Zeitraum sicherstellen, dass man therapiefrei ist. Und was das bedeutet, habe ich persönlich gemerkt, weil ich seit Februar keinerlei Medikamente mehr nehme. Und Sie glauben gar nicht, wie mein Körper sich tatsächlich wieder hochgearbeitet hat. Da, lassen Sie uns da gerne direkt auch drüber sprechen. Im Februar war diese KT-Zelltherapie. Wie ist das für Sie abgelaufen? Wer kam auf die Idee, dass Sie das jetzt bekommen? Sie haben gerade schon erwähnt, Ihre Frau hat Bedenken geäußert, so als das ist die letzte Möglichkeit. Wollen wir die vielleicht überhaupt schon in Erwägung ziehen oder noch das Ganze noch rauszögern? Wie kam es dazu? Das war einfach meine Hämatologin, meine Niedergelassene, die mich also dann angerufen hat, nachdem wir festgestellt hatten, die Werte steigen wieder und wir überlegen mussten, was tun wir jetzt? Die dann sagte, und ich dann auch ein bisschen gezögert habe, sagt sie, wenn nicht jetzt, wann dann? Von meinem Gesundheitszustand, vom Alter her, von der Kondition her und so weiter, hat sie gesagt, das ist die beste Gelegenheit und hat dann gleich von sich aus schon auch die entsprechenden Termine, also im Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, also vorbereitet und dann ging das eigentlich sofort los. Dann kam dann, also im November muss das gewesen. Wie lief das ab? Wie muss ich mir das vorstellen, die Therapie? Ja, ich sag mal, fast vergleichbar wie mit der Stammzellentransplantation, bloß es nicht keine Blutstammzellen sind, sondern Immunzellen. Das heißt, ich bin dann also in die Klinik, habe dann 4 Stunden, 5 Stunden an einer entsprechenden Maschine gehangen, ähnlich wie bei der Stammzellensammlung, nur da wurden Immunzellen dann abgesammelt. Die gehen dann im Moment, glaube ich, noch nach Amerika immer noch in entsprechende Labore, weil nur dort die zertifiziert sind. Und da werden diese Immunzellen, sage ich mal, immer genetisch umprogrammiert. Sie werden so programmiert, dass sie dann die Myelomzellen erkennen können und entsprechend also auch als Immuntherapie angreifen können. Das dauert 4, 5, 6 Wochen, dann kommen die wieder zurück. In der Zwischenzeit habe ich dann eine sogenannte Überbrückungstherapie gemacht, damit man das Myelom in Schach hält und bin dann
8 Wochen danach in die Klinik für ungefähr 2,5 Wochen. Habe auch nochmal eine kurze Chemotherapie bekommen, aber relativ harmlose, leichte 2 Tage. Einen Tag Ruhe, bis die Chemotherapie wieder raus aus dem Körper. Und dann meine umprogrammierten Immunzellen wieder zurückbekommen. Dann muss man aufpassen, das ist eine kritische Phase, weil das Immunsystem natürlich in dem Moment ganz fürchterlich gefordert wird. Das ist das, was man als sogenannten Zytogensturm bezeichnet. Das kann zu extrem hohen Fieber führen, bei einigen Patienten zu Herzproblemen führen. Es gibt auch Patienten, die 1-2 Tage auf der Intensivstation verbringen. Bei mir, toi, 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 ich hatte 2 Tage lang 38,5 Temperatur. Die Medikamente, um dagegen anzugehen, lagen aber schon auf der Station vorbereitet im Kühlschrank. Also die wissen schon dort, was auf einen zukommen kann. Und danach war alles gut und es ging die große Langeweile los, weil ich musste zur Überwachung einfach da bleiben. Weil Nebenwirkungen können noch Wochen danach auftreten. Die können neurologischer Art sein. Sind aufgetreten bei Ihnen oder was? Ab wann kam die Kraft zurück und Sie dachten, okay, krass, neues Leben? Also die Kraft kam schon relativ schnell eigentlich wieder zurück, auch nachdem ich aus der Klinik war. Und ich habe dann, das war Anfang März aus der Klinik raus und ich habe dann Mai, Juni 3 Wochen Reha auf Sylt gemacht. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und habe da dann also, wie gesagt, durch entsprechende Sporttherapie auch mich körperlich wieder nach oben gepusht. Und Sie haben es am Anfang schon angedeutet, seitdem geht es Ihnen gut. Wie ist der Stand heute? Mir geht es also sehr gut. Ja, und vor allen Dingen wieder tatsächlich, worauf ich zurückführe, ist eben keine Medikamente mehr. Kein Dexamethason her, das ist das, wo die meisten Patienten Probleme mit haben. Auch sonst irgendwie alles super. So, als wenn ich nie was gehabt hätte. Wenn ich mir das so anhöre, einfach nur so eine ganz naive Frage, wenn das so toll ist, warum macht man das nicht bei allen sofort von Anfang an? Ja, also die, ja, also verschiedene Dinge. Also Herr Eisenbach, ja, die haben das super erklärt. Ja, mehr kann ich da eigentlich gar nicht hinzufügen, auch wie so eine KT-Zelltherapie funktioniert. Naja, es ist ja so, alle neuen Medikamente werden erstmal geprüft bei Patienten, die wenig bis gar keine Therapieoption haben. So funktioniert die Zulassung von neuen Medikamenten. Man muss ja sagen, diese Therapie gibt es noch nicht so lange. Ne? Die gibt es jetzt seit ein paar Jahren für das Multiple Myelom. Und man weiß ja am Anfang gar nicht, wusste man ja gar nicht, wie gut das überhaupt wirkt. Hätte ja auch sein können, dass sie gar nicht wirken oder die Nebenwirkungen extrem schwer sind. Das heißt, es werden klinische Studien durchgeführt, die dann erstmal zeigen, ob eine Therapie wirkt, ob die von Nebenwirkungen vertretbar ist. Und wir haben es gehört, sie ist gut verträglich. Dazu kommt, dass diese Therapien, und das muss man halt auch so ein bisschen im Kontext sehen, das sind ja wirklich eine einmalige Gabe, eine einzige Therapie im Prinzip, dass da über 3/4 der Patienten ansprechen. Und das sind Patienten gewesen in diesen Studien, die schon 5, 6 Therapielinien hatten, wo das Myelom schon wirklich oft zurückgekommen ist und auf alle anderen Therapien eigentlich nicht mehr angesprochen haben. Das sind wirklich bemerkenswerte Ergebnisse, muss man sagen. Und es laufen derzeit klinische Studien, wo auch geguckt wird, was passiert denn, wenn ich diese KT-Zellen zu einem früheren Zeitpunkt einsetze. Also nicht, ne, wir haben gute, hatte ich ja gerade erwähnt, wir haben wirklich sehr gute andere Therapien fürs Myelom. Da wissen wir die Wirkung, wissen auch die Nebenwirkung, auch die Langzeitnebenwirkung. Und jetzt weiß man, okay, das wirkt bei Patienten, die wirklich das Myelom mehrfach zurückkam. Und jetzt versucht man in klinischen Studien, diese Therapien weiter früher einzusetzen. Also jetzt hat man gezeigt, dass man die in der Zweitlinie, also wenn das Myelom das erste Mal zurückkommt, auch überlegen ist der Standardtherapie, die bis jetzt zur Verfügung ist. Und es laufen auch Studien, wo wir auch mit teilnehmen, wo man die KT-Zellen sogar gleich ganz am Anfang, ne, bei der Erstdiagnose einsetzt. Aber so funktioniert das in der Medizin und insbesondere in der Onkologie. Man muss diese klinischen Studien abwarten und gucken, ob das wirklich besser ist als die Therapie, als die wirklich, muss man sagen, sehr gute Therapie, die wir für die frühen Linien des multiplen Myeloms gerade haben. Sowohl was Wirkung als auch was Nebenwirkungen angeht. Mhm. Ja. Natürlich muss man die Studienergebnisse abwarten und trotzdem haben Sie vielleicht als absoluter Experte in dem Bereich eine Erwartung an den Ausgang der Studie, die Sie vielleicht teilen möchten? Also die einen sind ja jetzt vor ein paar Monaten, haben sie auch auf ihrer Homepage alles dargestellt, sind ja die Studien von den 2 zugelassenen KT-Zellen jetzt in den früheren Therapielinien veröffentlicht worden, gezeigt worden. Man sieht da wirklich, dass die deutlich besser sind, wenn es darum geht, die Zeit von der Therapie bis zum Rückfall des Myeloms. Und viele Patienten haben in diesem nachverfolgenden 3 Jahren, die man jetzt von diesen Studien angefragt, auch noch gar keinen Rückfall bekommen. Also man sieht, dass die Patienten wirklich lange ansprechen.
verglichen mit der Vergleichstherapie. Und ich meine, einen Vorteil haben Sie ja genannt, das ist diese therapiefreie Zeit. Fast alle anderen Therapien sind Dauertherapien, wo man ständig Medikamente nimmt. Die muss man jetzt nicht im Krankenhaus alle nehmen, sondern die kann man ambulant geben. Trotzdem Arztbesuche, warten, die Nebenwirkungen der Medikamente. Und das ist wirklich eine Sache, die bemerkenswert ist an den KT-Zellen, dass es wirklich eine einmalige Sache ist. Und wir hoffen, dass das Myelom damit möglichst lange wegbleibt. Ich glaube, es wird auch immer sehr oft über die Kosten diskutiert. Und ich halte diese Diskussion eigentlich für absolut unsinnig. Ich weiß, weil ich Privatpatient bin und die ganzen Rechnungen kriege, dass diese KT-Zell-Geschichte ungefähr 390.000 Euro gekostet hat. Okay. 350.000 kostet das Medikament, aber der Klinikaufenthalt, die Laborleistung, die Arztleistung und so weiter, was alles zusammenkommt. 390.000 Euro. So, das ist eine Einmaltherapie. Sagen wir mal, okay, die hält 2 Jahre. Wenn ich eine Dauertherapie mache, mit einer entsprechenden Dreifach- oder Vierfachkombination an Medikamenten, kostet das mich auch im Monat durchschnittlich zwischen 20.000 und 25.000 Euro. So teuer sind die Medikamente, die ich bei Tablette oder sowas einwerfe. Rechne ich das auf 2 Jahre hoch, komme ich im Endergebnis auf die gleiche Summe. Also ist diese Kostendiskussion aus meiner Sicht eigentlich völlig unsinnig. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es möglicherweise ja noch viel länger sie eben gesund hält. Reden wir denn, wenn wir uns die KT-Zelltherapie anschauen, überhaupt noch von einer lebensverkürzenden Krankheit oder ist es schon eine chronische Erkrankheit oder gilt es in manchen Fällen sogar schon als geheilt dadurch? Ja, schwierige Frage. Also erstmal ist ja die Frage, wie definiert man Heilung, wenn man das jetzt sagt, okay, jede einzelne Tumorzelle muss weg sein. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir alle haben irgendwelche Vorstufen. Weiß ich nicht, ob wir das erreichen beim Myelom, aber die Frage ist ja, werde ich davon je wieder krank? Muss ich jemals wieder eine Therapie bekommen? Und die Hoffnung, die diese KT-Zellen jetzt erwecken, sind natürlich schon enorm. Man muss dazu sagen, also mit der, ich hatte ja vorhin gesagt, 5 Jahre in der Erstlinientherapie mit Hochdosis und anderen Medikamenten, also auch schon eine sehr effektive Therapie. Ja. Und die erste Frage ist, was ist, wenn wir diese KT-Zellen jetzt früher einsetzen? Ist es dann noch länger, das Ansprechen? Ja? Ist ja zu erwarten, so ist das bei den meisten Medikamenten. Am Anfang ist das Myelom, also die Krebserkrankung, noch deutlich sensitiver oder halt, spricht besser an auf Therapien, als wenn sie schon massiv vorbehandelt wurde. Aber jetzt waren die Ergebnisse schon nach 5, 6 Therapien so gut, dass natürlich die Hoffnung enorm groß ist. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt 3, 4 Jahre Nachbeobachtungszeit. Da sind Patienten, die keinen Rückfall, sogar relativ viele, die keinen Rückfall bekommen haben. Ob die jetzt nächstes Jahr, in 2, in 5, in 10 Jahren, das können wir einfach noch nicht überblicken. Kann man noch nicht sagen. Aber jetzt auch für die Patienten, ich meine, letztendlich ist es halt auch so ein Spiel auf die Zeit. Das ist jetzt der Anfang mit den KT-Zellen. Das sind die ersten 2 Produkte, die zugelassen wird. Es werden 20, 30 andere entwickelt. Ne? Und es werden auch noch ganz andere Immuntherapien entwickelt, bispezifische Antikörper zum Beispiel. Oder auch Kombinationen mit anderen Medikamenten. Also das ist noch sehr viel Entwicklungsspielraum. Ja, über die Zukunft will ich auch gleich unbedingt noch reden. Ich habe eine Frage, weil ich die auf gar keinen Fall vergessen möchte. Hatten Sie irgendeine Skepsis? Sie haben nämlich gerade sehr bildhaft und eindrücklich wie keine Website davor erklärt, was KT-Zelltherapie ist. Hatten Sie keine Sorge, da wird was genetisch verändert, es kommt zurück? Ich erinnere mich einfach nur an die ganze Corona-Zeit, wo es so viel Sorge gab um RNA und jetzt wird da in DNA von Immunzellen quasi rumgemacht. War das ein Thema? Ist das ein Thema? Das war für mich kein Thema. Wenn man durch entsprechende genetische Veränderungen etwas erreicht, was für mich von Vorteil ist, dass ich wieder, ich sage mal in Anführungszeichen, gesund werde, dann finde ich Gentechnologie einen Vorteil. Sicherlich gibt es Bereiche in der Gentechnologie, wo man vielleicht nicht unbedingt was machen sollte. Aber in diesem Fall ist das genau der Weg. Und, aber kennen Sie das als Sorge eventuell aus den Selbsthilfegruppen, aus dem Portal, wenn Fragen kommen, oder ist das einfach kein Thema? Nee. Also wenn, dann sind dann nur Fragen im Prinzip, wie sind die Nebenwirkungen, wie läuft das ab, was kommt da auf mich zu, das sind die Fragen. Aber bezüglich dieser, ich sag mal, gentechnischen Veränderungen gibt es keine Sorgen bei den Patienten. Also zumindest weil es gut untersucht ist, weil es wissenschaftlichen Standards entspricht und dementsprechend auch erfolgreich ist tatsächlich. Ja, das ist ja das, was am Ende zählt. Ne? Erleben Sie da Skepsis dem gegenüber oder ist das wirklich kein Thema? Also eher Skepsis gegenüber Chemotherapie, Hochdosis-Chemotherapie. Chemotherapie ist wirklich ein sehr
ja, kein Begriff, der, glaube ich, mehr Ängste hervorruft, oder? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber... Ja, das ist gerade das, die Patienten, die eigentlich immer wieder anfragen, muss ich die Hochdosis unbedingt machen? Die haben tierische Angst vor dieser extremen Chemotherapie, weil man nutzt ja hier von diesem Melphalan die eigentliche Nebenwirkung, die das Medikament hat, nämlich das Knochenmark zu zerstören, die nutzt man ja gezielt aus, um genau das zu erreichen. Da ist die meiste Angst davor. Sie haben auch, als er vorher KT-Zelltherapie erklärt hat, die ganze Zeit auch genickt, haben später nochmal bestätigt, wie gut er informiert ist. Woher kriegen Sie eigentlich all die Informationen für myelom.online? Also ich habe sehr viele Newsletter von unterschiedlichen Fachgesellschaften und sonstigen Institutionen also abonniert, wo ich laufend also dann entsprechende Informationen kriege. Und ich recherchiere auch eigenständig sehr viel dann im Internet. Häufig ist das Problem, dass ich irgendwas so über gelbe Liste oder deutsches Ärzteblatt, da komme ich nicht ran, weil ich die entsprechenden Zugänge nicht habe. Die hat man eben nur als Fachpersonal. Aber in dem Moment, wo ich da irgendwie nur die Überschrift gelesen habe, ist es für mich ein Signal, wo ich sage, du musst die nächsten Tage darauf achten. Du wirst in der Garantie in den nächsten Tagen einen Artikel im Netz finden, der frei zugänglich ist. Und dann kannst du diesbezüglich auch für andere Leute dann diese Informationen ausführlich weitergeben. Es ist einfach nur ein ständiges Recherchieren und Informationen absaugen. Als ich mit Professor Krönke vorab telefoniert habe, waren wir parallel auf ihrer Seite und er meinte, huch, die sind ja aktueller als die Charité. Ah, so habe ich das. Doch, das haben Sie wörtlich so gesagt. Die Homepage. Die Homepage. Aber nicht, nicht der Stand der Ärzte und Fachleute da natürlich. Wir wussten das ja schon. Dachte, ich sage das jetzt einfach mal so. Also vielen, vielen Dank auch wirklich, dass Sie diese Website also so aktuell halten und pflegen. Ich kann mir vorstellen, dass es für Sie eine große Hilfe war, auch sich so zu informieren und dass es aber für manche Leute vielleicht auch einfach, die gar nicht die Kraft aufbringen, sich so tief da in die Materie einzusteigen. Was würden Sie denn sagen für Leute, die jetzt vielleicht nicht das Interesse haben, so tief einzusteigen, alles zu recherchieren? Wie würden Sie denen raten, auch die Zeit in der Remission zu verbringen? Also nicht, dass es ein Warten auf die nächste Diagnose wird. Also die Grundfrage, die damit ist ja die, wie ich als Patient die Krankheit annehme, wie ich damit umgehe. Es gibt viele Patienten, die die Krankheit einfach nicht annehmen wollen. Okay, muss man akzeptieren, ist so. Ich sage aber immer, wichtig für einen Patienten ist es tatsächlich, dass er die Krankheit annimmt und lernt, mit der Krankheit zu leben. Und dann kommen wir auch zu dem Bereich, was ja immer so oft diskutiert wird, dieses Shared Decision Making. Das heißt also mit dem Arzt zusammen, Patient und Arzt zusammen, treffen eine gemeinsame Therapieentscheidung. Ich habe gerade letzten Artikel gelesen, dass es gar nicht unbedingt, was die Behandlung betrifft, so große Vorteile bringt. Auf der anderen Seite aber auch doch in der Kommunikation Arzt-Patient von Vorteil ist. Das heißt, der Patient steht im Mittelpunkt. Es gibt, wie Professor Krönke gesagt, verschiedene Therapieoptionen in den Einzelfällen. Und das muss der Arzt dem Patienten jetzt versuchen, verständlich zu machen, welche Therapie er am geeignetsten findet. Ein wissender Patient sagt, ich habe aber gehört, da gibt es noch eine andere Therapie. Was halten Sie denn davon? Lassen Sie uns doch da mal drüber reden. So, und so kommt dann im Endeffekt eine gemeinsame Therapieentscheidung zustande, die der Patient auch akzeptiert. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Vorteil für den Therapieerfolg insgesamt selber, wie er die Therapie annimmt. Um daran aber als Patient teilnehmen zu können, muss der Patient auch sozusagen ein informierter Patient sein. Das heißt, wenn er sich dann mit der Krankheit auseinandersetzt, die Krankheit akzeptiert, lernt damit zu leben, ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo er sich über diese Krankheit entsprechend informieren sollte. Um vielleicht nicht so wie ich jetzt, sage ich mal, auf dem Stand zu sein, aber doch zumindest auf einem anderen Level, dass er weiß, was der Arzt ihm erzählt und weiß, was er dem Arzt an Gegenfragen stellen kann. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass man in manchen Situationen im Verlauf der Krankheit gar nicht die Kraft hat, die Energie, sich so zu beschäftigen. Würden Sie sagen, es ist dann eben auch sehr sinnvoll, wenn die Familie, das Umfeld, in Ihrem Fall die Ehefrau, einfach genauso gut Bescheid weiß wie man selbst? Ja, das merke ich ja bei mir. Also, dass wir beide also sehr viel miteinander diskutieren, gewisse Artikel gemeinsam lesen und sagen, ist das was, ist das sinnvoll, kann man da was draus machen? Und meine Frau ist auch sehr viel recherchiert. Aber auch das, was Sie eigentlich ansprechen wollen, ist, das persönliche Umfeld, das ein Patient hat, die Familie, die Angehörige, sind unheimlich wichtig, um dem Patienten entsprechend Rückhalt zu geben, ihn aus diesem psychischen Loch, in das er fällt, rauszuholen und ihm auch Mut zu machen, zu sagen, okay, lies dir doch mal den Artikel durch. Vielleicht ist das was Interessantes, wo du dich mit beschäftigen kannst. Insofern ist das sehr wichtig. Viel Verständnis dafür, und das merke ich auch immer wieder in den Social-Media-Gruppen, in dem Moment, wo ein Patient in Remission ist und seine Krankheit keine Probleme hat, es ihm gut geht, er gegenüber wieder arbeiten kann, will er sich damit nicht beschäftigen. Das ist auch gut so.
Es soll auch genauso sein, er soll dann in dem Moment die Krankheit vergessen. Spätestens dann, wenn die Laborwerte langsam wieder anfangen zu steigen, dann kommen bei uns über die Social-Media-Gruppen, die laufen die Anfragen, kannst du mal auf mein Laborblatt gucken? Ich schicke dir das mal eben per Foto rüber. Was hältst du davon? Muss ich mir wieder sagen, sorry, ich bin kein Arzt, bespreche das mit deinem Arzt. Ich kann da nichts zu sagen. Das würde also über meine Kompetenz deutlich hinausgehen. Mhm. Ich kann immer nur sagen, würde ich im Moment nicht unbedingt wieder mal, aber bespreche es mit dem Arzt durch. Aber dann kommen die Leute wieder, dann fangen sie wieder mit an zu beschäftigen. Völlig klar, weil sie wollten wissen, was kommt die nächsten Wochen und Monate auf mich zu. Ja. Da kommt dann wieder Unsicherheit ins Leben. Sie haben sich nicht bewusst dafür entschieden, sich jetzt mit dem multiplen Myelom zu beschäftigen, sondern Sie sind dann daran erkrankt. Wie kam es bei Ihnen dazu, dass Sie sich so spezialisiert haben, auch auf diese Form des Krebses? Mhm. Gut, also ne, als Arzt in der Ausbildung, wenn man dann irgendwann mal Arzt ist, entscheidet man sich ja für eine Fachrichtung und das war für mich die Hämatologie, Onkologie, weil ich Krebs einfach sehr spannend fand. Und letztendlich kam es dann dazu, aber auch da muss man sich ja weiter spezialisieren. Ne? Es gibt ja so viele verschiedene onkologische und hämatologische Erkrankungen, auch die Therapie, das wird ja enorm komplex mit der ganzen Genetik und zielgerichteten Therapien. Also das ist wirklich einfach ein großes Feld. Und da muss man sich halt auch so seine Sachen suchen, an der Uniklinik sowieso, ne, auch wissenschaftlich sich dann mit einem Bereich beschäftigen. Und für mich kam das eigentlich, als ich in Boston für einen Forschungsaufenthalt war. Da habe ich an diesem Medikament Contergan, Thalidomid gearbeitet und da an dem Wirkmechanismus gearbeitet. Und das ist halt das Medikament, was extrem gut beim multiplen Myelom wirkt. Und so bin ich da letztendlich dann hingekommen zum multiplen Myelom. Also einmal von der wissenschaftlichen Seite, aber dann aber auch in der Klinik halt die Spezialambulanz gemacht, die Station betreut, die Patienten betreut mit multiplen Myelom. Also sozusagen Hand in Hand Forschung, Wissenschaft und Patientenversorgung ist das einfach ein sehr faszinierendes Thema. Mhm. Ja. Ich will einmal noch gerade zurück, weil mir jetzt gerade aufgefallen ist, natürlich Charité als Tumorzentrum natürlich auch spezialisiert in die ganz verschiedenen Bereiche. Nicht alle Menschen wohnen in einem Ballungsgebiet in Deutschland natürlich auch. Was würden Sie beide denn vielleicht Menschen raten? Sie hatten eine Ärztin, die Sie auf die KT-Zelltherapie aufmerksam gemacht hat. Ist es überhaupt sinnvoll, jetzt Menschen zu Hause zu ermutigen, das auch anzusprechen? Steht die Therapie überhaupt schon für alle zur Verfügung? Also oder muss man sehr weit fahren oder sagen Sie, dass Charité auch Kapazitätsgrenze erreicht? Mhm. Oder haben wir jetzt hier gerade Hoffnungen geschürt, die gar nicht erfüllt werden können? Also zum einen muss man sagen, diese Therapien sind wirklich erst seit letztem Jahr in Deutschland zugelassen. Mhm. Sind sicherlich einer der ersten Patienten, die das hier in Deutschland außerhalb von der Studie bekommen haben. Das ist eine sehr komplexe, wir hatten es ja schon gut geschildert, sehr komplexe, auch von der Organisation, von dem Ärztepflegeteam, komplex zu planende Therapie, die auch nur an zertifizierten Zentren zur Verfügung steht. Also es kann jetzt nicht jedes Krankenhaus eine KT-Zelltherapie machen. In Deutschland sind es, glaube ich, so um die 30, ja, die das machen können. Es sind halt vor allem Universitätskliniker, aber auch große andere Krankenhäuser, die das machen können. Das ist das eine. Ne? Also es steht nicht überall zur Verfügung. Zweiter Punkt ist, es ist ja wirklich nur für Patienten im Moment zugelassen, die schon 3 Therapielinien hinter sich haben. Das ist das eine. Und zum anderen von ihrer Krankheit auch diese 8 bis 10 Wochen Zeit haben, um diese ganze Therapie zu planen. Von der Sammlung der T-Zellen, ne, der Immunzellen bis zur, über die Herstellung bis zur Rücktransfusion. Also sind schon noch viele Einschränkungen von der Patientenseite, was die Verfügbarkeit angeht. Ja, es ist ein sehr aufwendiges, auch für die Pharmafirmen sehr, sehr, sehr aufwendiges Verfahren, diese KT-Zellen herzustellen. Da sind wir begrenzt, aber also zumindest hier an der Charité und ich glaube in Deutschland können wir im Moment eigentlich ganz gut den Bedarf decken. Das kann natürlich sich erheblich ändern, wenn man jetzt sagt, wir machen das schon in früheren Linien, wo plötzlich dann 10-mal so viele Patienten für so eine Therapie in Frage kommen. Ne? Aber im Moment können wir eigentlich den Patienten, die dafür in Frage kommen, die Therapie auch anbieten. Ne? Und gleichzeitig, Sie haben es vorhin schon, haben Sie die Kurve in die Richtung schon genommen, ich komme darauf jetzt zurück, haben die Pharmaunternehmen oder hat die Forschung auch viele Dinge noch in der Pipeline, die noch on top kommen können, KT-Zelltherapie. Also was wäre so das Nächste, wo Sie sagen, da versprechen Sie sich am meisten davon. Ja. Sie müssen jetzt nicht natürlich alles aufzählen, aber was ist die Therapieform, wo Sie sagen, da versprechen Sie sich am meisten von? Oder haben Sie einen Wunsch, worüber er sprechen soll, Herr Eisenbeiß? Nee, vielleicht nochmal das, was Sie angesprochen hatten mit den Zentren. Ich meine auch, dass es ungefähr 30 sind und ich hatte mit
einem anderen Professor vor kurzem ein Gespräch gehabt und der sagte, wir schaffen es momentan, ungefähr 60 Patienten in ganz Deutschland pro Monat die CAR-T-Zellen zu machen. Aber das hängt damit zusammen, dass die Laborkapazitäten einfach noch nicht so weit da sind. Das ist das eine. Das andere ist mit diesen Zentren, und wir haben ja auch relativ viele Flächenländer in Deutschland, Schleswig-Holstein und was weiß ich alles. Da ist es natürlich schwierig. Ein Patient muss sich dann darauf einrichten, dass er mehrere Wochen auch in der Nähe dieser Klinik sein muss. Was nämlich viele nicht wissen, das erfährt man eigentlich auch während der CAR-T-Therapie, ist, dass man nach Entlassung aus der Klinik, ich weiß jetzt nicht genau, korrigieren Sie mich bitte, 3 oder 4 Wochen mindestens, wenn nicht sogar noch längere Zeit, in unmittelbarer Nähe der Klinik bleiben muss, weil ja trotzdem bloß eine neurologische Nebenwirkung auftreten können oder bei der Blutbildung nochmal plötzlich irgendwas nicht so richtig funktioniert, dass man möglichst innerhalb einer Stunde an der Klinik ist. Das ist eine. Man darf 8 Wochen lang kein Auto fahren. Wissen viele nicht. So, und wenn jetzt jemand, ich hatte auch einen Patienten letztens, der in Hamburg eigentlich ist, und der war mit irgendeiner Klinik nicht so ganz zufrieden, er sagte, ich mache das jetzt in Heidelberg. Ja, er muss sich bewusst sein, was das bedeutet. Er verbringt die nächsten 2 Monate, sage ich mal, wenn nicht sogar 3 Monate, in Heidelberg. Ist schön dort. Es ist eine schöne Stadt, wunderbar, herrlich. Ja, also ich würde gerne dort wohnen, aber das ist vielen Patienten dann nicht klar. Und was man auch deutlich verbessern könnte, so habe ich es zumindest eigentlich ganz gut arrangiert bekommen, dass man die niedergelassenen Hämatologen intensiver mit einbindet. Also ich habe ganz klar zwischen meinen 4 Ärzten oder 3 Ärzten, die ich habe, eine Vereinbarung, alles, was ambulant gemacht werden kann, findet bei meiner niedergelassenen Onkologin statt. Die wohnt nur 12 Kilometer von mir weg. Das UKE in Hamburg sind 40 Kilometer, Altona sind fast 60 Kilometer. Zu fahren. Was auch noch geht, aber. Geht alles noch, alles kein Problem. Vor allem mit aber Unterstützung von ich fahre doch lieber nur die 10 Kilometer. Ja, klar. Ne? Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, die Tageskliniken, Ambulanzen in den Krankenhäusern sind häufig sehr stark überlastet, mit sehr viel Wartezeiten und sehr viel Verkehr. In meiner kleinen Praxis, wo ich bin, da habe ich einen Termin und 5 Minuten später sitze ich bei der Ärztin auf dem Stuhl und 10 Minuten später bin ich wieder zu Hause, so ungefähr. Ja. Das läuft dort etwas anders, aber das ist völlig klar. In den Tageskliniken kann es nicht anders gehen. Da ist ein Massenandrang, der abgearbeitet werden muss, völlig klar. Aber da müsste man auch noch ein bisschen mehr Verständnis, auch bei solchen stark strukturierten und vorgegebenen Therapien, dass man einfach die niedergelassenen Ärzte, die in der Nähe der Patienten dann eigentlich sind, stärker mit ins Boot nimmt, um dem Patienten, sage ich mal, das vieles zu erleichtern. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch das Ziel ist, auch von neuen Therapien, das in die Fläche zu bringen. Ich komme einmal noch auf meinen Wunsch zurück, dass ich noch so ihre neue Lieblingshoffnungsvollste Therapieform, was erwartet uns, was kommt noch? Also Immuntherapien, glaube ich, ist jetzt klar, dass die sehr effektiv sind bei multiplen Myelomen. Das sind die CAR-T-Zellen. Da gibt es Weiterentwicklungen im Bereich der CAR-T-Zellen, viele, ja, die sehr spannend sind. Und dann gibt es jetzt eben diese bispezifischen Antikörper, ja, oder BiTEs. Das sind im Prinzip, wirken die nach dem gleichen Prinzip wie die CAR-T-Zellen. Die koppeln die Immunzelle, ne, die T-Zelle an die Tumorzelle und die tötet die dann. Und bei den CAR-T-Zellen mache ich das durch eine gentechnische Veränderung dieser T-Zellen. Bei den bispezifischen Antikörpern bringe ich von außen einen Antikörper rein, also 2 Moleküle, ne, die diese Zellen zusammenführen. Ja. Also auf der einen Seite fast der gleiche Wirkmechanismus, der Unterschied ist, und das hat Vor- und Nachteile. Zum einen, die CAR-T-Zellen, die habe ich in meinem Körper. Die muss ich nur einmal geben, die bekämpfen den Tumor, die teilen und vermehren sich da und greifen den an. Die bispezifischen Antikörper sind wie bei allen Medikamenten, die gebe ich. Ne? Die meisten kann man mittlerweile relativ bequem unter die Haut spritzen, also muss die gar nicht mehr über die Vene geben. Und wenn ich dann aber aufhöre mit der Therapie, dann verschwinden die auch wieder. Mhm. Ne? Was natürlich zum einen den Nachteil hat, ich muss sie dauernd geben, ne? Sprich gerade das Stichwort therapiefreie Zeit, das habe ich mit den bispezifischen Antikörpern nicht. Ich muss alle 1 bis 2 Wochen zu meinem Onkologen gehen und mir diese Spritze geben. Auf der anderen Seite, gerade was Nebenwirkungen angeht, ist natürlich ein Vorteil. Wenn ich merke, ich habe schwere Nebenwirkungen, die CAR-T-Zellen sind drin, die kriegen sie nicht mehr raus. Können Medikamente geben, um die CAR-T-Zellen, Cortison oder andere Medikamente, um die CAR-T-Zellen zur Ruhe zu bringen. Aber die sind in meinem Körper drin. Und dieser bispezifische Antikörper, wenn ich merke, schwere Nebenwirkungen, dann kann ich einfach mal eine Pause machen oder auch sagen, okay, ich höre ganz auf, weil diese Therapie nicht... Und
gut ist. Fürs Verständnis, bispezifische Antikörper gibt es schon, werden schon gegeben? Sind tatsächlich diesen Monat zugelassen worden fürs Multiple Myelom. Ah, so aktuell sind noch wir. Nicht überall schon auf ihrer Website. Frei verfügbar. Ja, ja sicher. Ja. Ja. Okay. Nee, also es ist gerade fürs Multiple Myelom diesen Monat 2 bispezifische Antikörper zugelassen und da wird es sicherlich noch viele mehr geben. Ja, also es ist eine Therapie, die muss man auch am Anfang, weil es wirklich auch die gleichen Nebenwirkungen hat, einen Zytokinsturm oder auch neurologische Probleme, auch die Blutbildveränderungen machen kann, also sprich Blutarmut, wirklich die gleichen, eigentlich die gleichen Nebenwirkungen. Deswegen muss man den Anfang, sollte man noch auf der Station machen, ja, aber im weiteren Verlauf, die weitere Therapie kann man dann ambulant geben. Ja, und gerade hier ne, mit Flächenstarten hier, ist das was natürlich, was dann auch perspektivisch, wenn das jetzt erstmal mehr verbreitet ist und sich die Ärzte auch alle damit auskennen, was man dann auch ne, sich vorstellen kann, macht man im spezialisierten Zentrum, fängt man an und später dann gibt man das dann in seiner Praxis, die um die Ecke ist oder nur 5 Kilometer entfernt ist mit wahrscheinlich weniger Wartezeit, kann ich die Therapie dort fortführen. Ja, und das ne, hat beides Vor- und Nachteile. Es gibt jetzt nicht, dass das eine ist ganz toll und das andere ganz schlecht oder das eine ist besser als das andere. Es sind einfach 2 verschiedene Therapiemodalitäten, die man halt auch dann individuell auf den Patienten anpassen kann. Und das dritte, der Hauptvorteil ist eigentlich, es ist sofort zur Verfügung. Ne? Also jetzt, heute vielleicht noch nicht, aber in ein paar Monaten, wenn die Apotheken diese Medikamente haben, hier einen Schrank, hol das, kann es dem Patienten geben. KT-Zellen muss ich 8 bis 10 Wochen warten, bis ich die Therapie geben kann. Bis sie auf den USA wieder zurückkommen. Viel mehr Planung dafür. Ja. Das klingt nach einem großen Vorteil. Wir werden sehen, ob sich das durchsetzt, auch bei Ihnen. Zum Schluss von unserer Runde vielleicht ein Hinweis an, von Ihnen an alle, die uns jetzt zuschauen, dieses Video gefunden haben, das ja auch online abrufbar sein wird, nicht nur heute als Live-Veranstaltung, die es vielleicht gefunden haben, weil sie sich ganz aktuell mit dem Thema Multiples Myelom beschäftigen und die vielleicht Sorge haben, Ängste haben, die unsicher sind, weil sie noch nicht so gut sind, informiert sind wie Sie. Was ist Ihr Hinweis an alle, die sich jetzt ganz neu mit dem Thema beschäftigen, weil sie vielleicht selbst betroffen sind? Also auf der einen Seite sicherlich sich unsere Webseite angucken und dort gibt es auch Kontaktadressen. Wir haben auch eine geschlossene Facebook-Gruppe, sozusagen als eine Art Online-Selbsthilfegruppe, wo man sich austauschen kann. Und dort kann man einfach seine Fragen reinposten. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn mich jemand persönlich anruft, wenn er irgendein Problem hat. Die Telefonnummer, Handynummer stehen drauf auf der Internetseite im Impressum bis unserem Verein. Und das ist überhaupt kein Thema, dass man sich dann auch so persönlich am Telefon über das ein oder andere Problem unterhalten kann. Dafür stehen wir gerne zur Verfügung. Herr Eisenbeiß, vielen Dank, dass Sie heute extra nach Berlin gekommen sind, Ihren Urlaub eigentlich ja sogar dafür unterbrochen haben kurz. Morgen geht es dann weiter mit Urlaub. Ja. Herr Professor Grüthi, Sie sind in Berlin. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind heute hier. Vielen Dank für das interessante und vor allem sehr, sehr informative Gespräch. Und wenn Sie das nachsehen möchten, falls Sie gerade live dabei sein werden, spätestens ab morgen ist es auch auf der Website von Survivors Home und auf menschenmitkrebs.de das Gespräch auch nochmal verfügbar. Dort gibt es viele weitere Interviews, Gespräche und Informationsvideos zum Thema Blutkrebs, was ja jetzt vielleicht gerade im Blutkrebs-Awareness-Monat auch für Sie interessant sein könnte. Wir haben zum Thema Blutkrebs auch eine weitere Veranstaltung am 29. dieses Monats, also 29. September. Vielleicht möchten Sie dann ja sogar live hier bei uns bei Survivors Home in Berlin sein, dann melden Sie sich gerne einfach über die Website an. Die heutige Veranstaltung wurde unterstützt vom Pharmaunternehmen Janssen, ein Unternehmen, das zur Johnson & Johnson-Gruppe gehört. Auch vielen Dank dafür. Vielen Dank Ihnen, dass Sie da waren nochmal und vielen Dank auch alle, die es heute bei diesen sommerlichen Temperaturen hier zu uns geschafft haben. Ihnen zu Hause noch einen schönen Abend.